Hallo, mein Name ist Julia Wienicke und ich bin seit 1.10. Professorin für Musikpädagogik am Department 11 in Innsbruck. Ein paar Daten zu mir. Ich habe Schulmusik und IGP in Hannover und Aachen studiert und außerdem einen Magister in Musikwissenschaft und Musikpädagogik. Gearbeitet habe ich zunächst an Musikschulen als Geigenlehrerin, dann auch freiberuflich als Musikvermittlerin, aber zum Beispiel auch mit der Radiophilharmonie des NDR Hannover. Danach habe ich promoviert an der Universität Oldenburg über Kompositionsprojekte mit zeitgenössischer Musik an Schulen. Ich war 6 Jahre lang Lehrerin für Musik und Englisch, als Klassenlehrerin und in der Inklusion tätig an einer Gesamtschule in Nordrhein-Westfalen. Seit 2017 war ich als Senior Scientist an der Kunstuniversität Graz tätig. Dort habe ich 2020 ein Drittmittelprojekt beim FEF eingeworben. Ich habe heute 5 Visionen mitgebracht. Die erste Vision: Ich möchte gerne die Musiklehrkräftebildung im Land Tirol entscheidend prägen und weiterentwickeln. Die zweite Vision: Ich möchte unheimlich gerne kooperieren mit Kolleginnen und Kollegen am Mozarteum in Salzburg oder in Innsbruck oder auch mit externen Institutionen. Vision 3: Ich möchte gerne das Angebot musikpädagogischer Forschung am Mozarteum ergänzen durch eine unterrichtsbezogene, empirisch-qualitative Forschung. Vision 4: Ich bin sehr daran interessiert, auch das Mozarteum als gesamte Organisation mitzuentwickeln, zum Beispiel im Bereich Hochschuldidaktik. Und die Vision 5 ist eigentlich keine, sondern ich möchte mich bedanken und sagen, ich freue mich, dass ich hier bin und durchstarten kann. Tolle Berge. Wunderschönes Haus der Musik. Kunst ist für mich der Ausgangspunkt, der Grund, warum wir hier sind. Das ist das, was mir wirklich am Herzen liegt und was ich beisteuern möchte. Ich glaube, wenn ich nur Musik eines Komponisten mitnehmen dürfte auf eine einsame Insel, dann tut mir leid jetzt für alle Salzburger, aber es wäre Bach. Bewegt mich in meinem Leben. So fahre ich zum Beispiel nicht mehr Auto, sondern benutze die Öffis. Und das im Dorf.